Und damit heißt es herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt Pokémon Trading Card Game für den Game Boy. Euer Girl, es ist ihr hier und ja, ich begrüße euch wirklich zu diesem wunderschönen Spielchen. Ja, das ist das offizielle Spiel zum Pokémon Trading Card Game. Heutzutage gibt es ja Pokémon Trading Card Game online, was ich tatsächlich auch mal competitive ein bisschen gespielt habe. 1,5 Jahre, ansonsten habe ich natürlich viel Hearthstone-Erfahrung. Früher auch ein bisschen Yu-Gi-Oh! Gespielt, aber so Trading Card Games haben mich schon immer beschäftigt. Der Witz ist, ich habe damals zum Geburtstag Starter-Pack bekommen. Das war das Buschfeuer-Themendeck. Ich will nicht wissen, was die Karten heutzutage wert sind. Und das Buschfeuer-Themendeck, das wollte auch mal eben halt ausprobieren, weil wir hatten nur das Starter-Deck, konnten dann also antreten. Mein Vater wollte gegen mich spielen. Wir haben das Spiel überhaupt nicht verstanden. Wir wussten nicht, wie das Pokémon Trading Card Game gespielt wird. Die Anleitung war irgendwie voll blöd beschrieben. Und dann konnten wir einfach mit den Karten nicht spielen. Doch dann kam mein Vater auf die glorreiche Idee und hat gesagt, hey Girl, ich kaufe dir jetzt das Gameboy-Spiel zu Pokémon Trading Card Game und dadurch lernen wir das Spiel gemeinsam. Hier wurde es eigentlich ganz gut erklärt, die Grundregeln. Man konnte alles verstehen und dadurch haben wir das Spiel gelernt. Und wie gesagt, später habe ich das auch Competitive gespielt. Heutzutage sind die Karten natürlich alle overtuned. Es gibt ja diese X-Pokémon, Dynamax-Pokémon und so haben dann 250 KP. Hier war es noch so 50 KP, 60 KP, 70 KP. Wenn er mal einen Glurak 120 oder so hatte, war es halt wirklich der King oder die Queen. Aber es war wirklich selten. Das ist generell eine negative Tendenz, was Kartenspiele haben, dass die immer und immer bekloppter werden. So vom Schwierigkeitsgrad, versteht ihr? Was heißt Schwierigkeitsgrad? Ich meine halt vom Power-Level. Ne? Die werden immer krasser, krasser, krasser. Muss ich auch verkaufen, das Spiel. Neue Expansion kommt, müssen die alten Karten übertreffen. Und das Pokémon Trading Card Game ist halt schon so lange draußen. Und wenn die es jetzt über die Jahre hinweg gemacht haben, haben die Pokémon dann jetzt auch 300 Energie. Früher waren 120. Das ist Nonplusultra. Heutzutage ist das echt wenig. Deswegen mich froh, das Original mit den OG-Karten zu spielen. Ich habe auch ein Deutsch-Patch für das zweite Spiel. Ja. Das zweite Spiel kam nur in Japan raus. Hat dann noch das Fossil-Set, das Team Rocket-Set. Und generell die doppelte Menge an Karten. Hier hat man, glaube ich, so 200 Karten. Und der zweite Teil hat 400 Karten. Und den Deutsch-Patch gibt es noch nicht so lange. Ich hoffe, das funktioniert alles, denn das gibt es im Anschluss. Wir haben ja gerade Pokémon Purpur Let's Played. Eigentlich wollte ich noch nicht direkt wieder mit Pokémon durchstarten. Aber ich habe einfach so Bock aufs Spiel, dass jetzt direkt das Let's Play kommt. Weil, wenn man so viel Lust auf ein Spiel hat, muss was ausnutzen, weil man impliert das. Wirklich eine coole Reise. Und ja, das ist natürlich eine coole Sache. Ja, den Testspielstand kannst du gerne überschreiben. Und ja, ich mache das ja so, ihr wisst das, ich bin groß Fangirl von Team Rocket. Ich nenne mich immer noch Jesse und James. Spiel ich den Mann? Nenn ich mich James. Spiel ich das Girl? Nenn ich mich Jesse. James ist ganz verrückt nach Pokémon und Pokémon-Karten. Eines Tages erzählte man, James, die legendären Pokémon-Karten, die extrem seltenen und mächtigen Karten der größten Pokémon-Sammelkartenspieler, die Großmeister, suchen jemanden, der Legende weiterlebt. Mit dem Traum, die legendären Pokémon-Karten zu erben, besucht James den Erforscher der Pokémon-Karten, Dr. Mason. Das ist unsere Spielwelt. Schon ziemlich groß, besteht hauptsächlich aus so Clubs. Diese Clubs kannst du mit der Arena vergleichen. So, Dr. Mason. Das ist quasi der Professor Eich von Pokémon Trading Card Game. Oh, warum so in Eile, James? Was? Du möchtest das Pokémon-Sammelkartenspiel lernen? Dann möchtest du nun mit dem Spiel beginnen. Nun, Wettkämpfe sind spannender als das reine Sammeln der Karten. Als erstes sollst du mit einem Übungsdeck spielen. Hier, es gibt ja dieses Deck. Nun brauchst du noch einen Gegner. Hey Jan, spiel mal ein wenig mit ihm. Na klar, Dr. Mason. Hallo, James.
Okay, lass es uns versuchen. Ja, voll gescriptet, das Tutorial, Matt. Hey James, beeil dich und komm her. Als erstes frage ich Jan nach den Grundzügen des Spiels. Okay, James, was möchtest du wissen? Weißt du was, ich erkläre euch alles selbst. Warte, das war's schon. Boah, bist du krass, ey. Könnte meinen, du hast schon mal Competitive gespielt. Man sagt... Achso, das sagt jetzt wieder Dr. Mason. Unsere Aktoren sagen mehr als Worte, also lasst uns spielen. Das erste Spiel ist, fangen wir mit den Grundschritten des Spiels an. Ich werde dich anleiten und du folgst meinen Vorgaben. Wenn du dich nicht an meine Anweisungen hältst, können wir das Spiel nicht fortsetzen. Wenn du während des Spiels das Pokémon-Sammelkartenspiel manual liest, wird die Sache für dich einfacher, okay? Dann beginnen wir mit den Übungsspielen. Nee, durchs Manual habe ich es dann damals nicht verstanden. Das ist so doof beschrieben dort. Der aussieht, ey. Jan. Jeder Spieler zieht 7 Karten. Genau. Haben wir keinen Basis-Pokémon-Fund, wird das nochmal ins Deck gemischt und zieht nochmal 7 Karten. So schaut's aus. Hebe 7 Karten ab und wähle dein aktives Pokémon. Nur Basis-Pokémon sind als aktive Pokémon einsetzbar. Deshalb wähle zwischen Goldini und Sterndu. In unserem Übungsduell setze Goldini ein. Sterndu wäre eigentlich die schlauere Wahl, weil Sterndu macht 20 Schaden und Goldini nur 10. Aber Dr. Mason ist mein Boss. Ich muss mal, was er sagt. Leider, leider. Du kannst bis zu 5 Boss-Pokémon auf die Bank setzen. Genau, das sehe ich wie beim richtigen Pokémon. Beim richtigen Pokémon hast du auch ein Team bestehend aus 6 Pokémon. Und hier ist eigentlich auch so eins im Feld und 5 Plätze auf der Bank. Also kannst du insgesamt 6 Pokémon im Spiel haben. Was ja auch Sinn ergibt. Als nächstes setze dein Pokémon auf die Bank. Du kannst ein aktives Pokémon gegen eines von der Bank tauschen. Sinn, ich kann jetzt nicht einfach Gold King ausspielen. Das wusste ich damals zum Beispiel nicht, bevor ich das TCG gespielt habe. Aber so ist das. Entwicklungskarten können erst ausgespielt werden, wenn man schon das Basis-Pokémon im Spiel hat und das eine Runde auf dem Feld lag. Also ich, selbst wenn ich jetzt Gold King habe, ich kann jetzt nicht Goldin legen und direkt einen Gold King rausmachen. Das geht ja erst in der nächsten Runde. Auch auf der Bank können nur Basis-Pokémon platziert werden. Nimm Sterndu aus deiner Hand, setze es auf die Bank. Ja. Wenn du alle Pokémon auf der Bank platziert hast, drücke den W-Knopf und zu beenden. Okay, ja, wenn ihr noch Fragen habt zum Pokémon Trading Card Game, schreibt das gerne, weil ich kenne mich eigentlich sehr gut mit dem Spiel aus. Heutzutage gibt es ja noch voll viel krasse andere Sachen, eine Ausrüstung für Pokémon, Stadionkarten, Level X, Dynamax und so weiter und so fort. Das gab es hier alles noch nicht. Das ist doch relativ simpel. Bei Kopf fangen wir an, das ist immer so im Spiel. Das ist doch nett. Man zieht immer eine Karte. Ist auch Standard. Es gibt, glaube ich, eine Stadionkarte. Hier natürlich noch nicht. Die es Spielern und Spielerinnen erlaubt, noch eine extra zu ziehen. Aber wie gesagt, gibt es ja hier noch nicht. Deswegen zieht man immer eine Karte. Um einen Angriff ausführen zu können, musst du deinen Pokémon Energiekarten geben. Wähle das Kartenmenü an und nimm eine Wasserenergiekarte. Ja, ist so ein bisschen wie bei Magic mit diesen Ländereien. Gibt es ja bei Magic auch so eine ähnliche Funktion. Man muss halt so viele Länder haben, Sumpf und was da nicht alles gibt, Feuer. Das kann man ja eigentlich mit der Energiekarte vergleichen. Ich habe auch mal Yu-Gi-Oh! Gespielt, ich habe mal Hearthstone gespielt. Ich kenne mich mit Trading Card Games eigentlich ganz gut aus. Aber das ist echt ein richtig gutes Gameboy-Spiel, wirklich. Das ist so fantastisch. Richtig gut umgesetzt. Der zweite Teil ist sogar noch besser. Der zweite Teil ist sogar noch besser, auch von den Farben her. Doppelkran, Doppelstorias, Drama. Oh mein Gott. Er hat einfach schon Macholo. Ihr seht es, Macholo hat 50 KP und macht 20 mit nur einer Energiekarte. Aber hey, wir haben natürlich das Gold King. Dein Goldini steht kurz davor, besiegt zu werden. Entwickle es. Nimm Gold King aus deiner Hand und teile es Goldini zu, damit sie entwickelt. Die KP steigen von 40 auf 70. Dein Gold King hat nicht genügend Energie, um Kaskade auszuführen. Du musst Gold King eine Psycho-Energiekarte geben. Stern bedeutet eine beliebige Karte. Nun kannst du Kaskade ausführen. Behalte die Wasserenergiekarte für ein anderes Pokémon. Nun lass uns deinen Gegner mit Kaskade angreifen.
Ja. Der Stern, das habe ich damals auch nicht verstanden als kleines Girl, wo ich mit meinem Vater versucht habe, das Spiel zu spielen. Stern. Es gibt eigentlich keine Sternenergiekarten. Das bedeutet, egal was du dran legst, heißt auch farblos. Es gibt sogar eine doppelt farblose. Das ist eine Energiekarte, die aber zwei Sterne hat. Und man kann nur eine Energiekarte pro Zug legen. Warum soll ich denn jetzt Psycho legen? Ja. Wie gesagt, ich bin nur die Sklavin von Dr. Mason. Ich muss tun, was mein Chef sagt. Hust, hust. Ich mache natürlich nur Spaß, aber ja, alles ein bisschen seltsam. Ratfratz bekommt die Kampfenergie auf und ich hatte keinen Red Curl. Das wäre ein bisschen blöd. Weil Radikal auch nur 20 Schaden macht. Quarking hat ausreichend Energie. Du hast keine mehr hinzufügen. Gibt ein Pokémon auf der Bank Energiekarten, damit sie für dich bereit sind. Gib deinen Stern auf der Bank eine Wasserenergie. Ja. Wieso soll ich die Hornattacke benutzen? Also es ist eigentlich nicht schlimm, wenn man nochmal Kaskade benutzt. Overkill oder so ist nichts Schlimmes dran. Es gibt sogar Defender, sind Schaden um 20 reduziert. Bedeutet, wenn er jetzt Defender ausgespielt hätte, würde Hornattacke nicht reichen. Gut, wie gesagt, ich mache jetzt einfach das, was Mason sagt. Aber ich will normalerweise jetzt auch nochmal Kaskade machen, warum nicht? Zum Quatsch. Normalerweise wird auch mit 6 Preisen gespielt. Man gewinnt, für alle Preise gezogen sind. 4 ist besiegt Pokémon, darf man Preis ziehen. Man gewinnt aber auch, wenn der Gegner keine Pokémon mehr hat. Oder wenn der Gegner keine Karten mehr zu ziehen hat. Das nennt man dann Mill. Ne? Keine Karten mehr im Deck. Und der muss ziehen. Bedeutet automatisch ein Lewis. Oh nein, er hat echt ein Radikal. Das sagt Dr. Mason nämlich auch nicht. Also erklärt schon vieles, was für Anfang auch reicht. Aber das Spiel ist viel tiefgründiger, als man dann zuerst denkt. Sind alle deine Pokémon besiegt und sitzt kein Pokémon mehr auf der Bank. Hast du verloren. Setz Traumato das gerade erhaltene Basis-Pokémon auf die Bank. Gib Traumato eine Wasserenergie. Ja, toll. Hätte ich eben nicht die Psychoenergie gegeben, hätte Traumato eine Psychoenergie bekommen. Toll, Dr. Mason, toll. Klasse. So ein Vollpfosten, weil Traumato braucht eigentlich die Psychoenergie, ne? Ja. Für Konfusstrahl 2 Psychoenergie. Toll, danke, Dr. Mason. Also die Ratschläge, die er hier gibt, sind echt nicht das Nonplusultra. Das Karate kann uns natürlich besiegen mit 20 Schaden. Das bedeutet, Jan zieht auch seinen ersten Preis. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie das Radikal finishen soll. Oh, no. Gut, Sterne macht auch 4 Damage. 20 hat dafür 10 KP weniger als Macholo, was 50 hat. Deswegen ist Macholo voll overpowered. Im alten TCG. Richtig krass. Auf deiner Bank sitzt Traumato und Stern, du. Wähle Stern, du als ein aktives Pokémon. Gut. Da ist Stern, du. Traumato bringt ja eh nichts ohne Psychoenergie, ne, Dr. Mason? Stern entwickelt sich zu Starmie. Bereiten wir Stern, du, vor. Wir tragen Starmie, es benutzen zu können, wenn es sich entwickelt hat. Nimm die Wasserenergiekarte aus deiner Hand und gib sie Stern, du. Greif deinen Gegner mit Stern und Sieb an. Nun, lass uns das Spiel beginnen. Okay. Hä? Ich dachte, ich soll die Hieb benutzen. Was willst du jetzt? Ach so, ich sollte schon eine Wasserenergie dranlegen. Wie viel braucht denn Starmie nochmal? Wow, das Starmie braucht, glaube ich, tatsächlich 3 Wasserenergie. Aber wir haben doch gar keinen Starmie. Was fehlt da von mir? Wir haben ja gar keinen Starmie. Aber wahrscheinlich topdecke ich das gleich. Ich ziehe es wahrscheinlich gleich, weil Dr. Mason an das Herz der Karten glaubt. Das Deck seines Großvaters hat keinen schlechten Karten. Nein! Hier hat er Wechsel auf Macholo. Oh, no! Also, wenn wir jetzt nicht das Tami bekommen, sieht es echt kacke aus. Oh, da kommt nur Gold King. Das gibt's auch nicht. Was stellst du mit Hilfe einer Trainerkarte wieder zu Kräften kommen? Aber wenn er dazu die Karte trank. Lass uns die Entwicklung zu Tami vorbereiten. Ja, Kumpel. Ey, Kumpel.
Dr. Mason. Er dann Dr. Mason. Wir haben keinen Stami. Nochmal zu mir schreiben. Seht ihr einen Stami? Ich nicht. Ey, Kumpel, ich finde das nicht witzig. Wenn es so weitergeht, gewinnt der blöde Jan noch, ey. Ja, legt natürlich schon eine Kampfenergie dran, der bescheuerte gleich Maschok. Bin ich auch schockiert, wenn das Maschok hat. Siehst du, Cecile oder James, wie auch immer, das Herz der Karten. Wenn du denkst, du verlierst, vertraue nur auf das Herz der Karten, egal wie schlecht dein Deck ist. Ja, das ist wichtig zu meinem Pokémon Trading Card Game. Nichts basiert auf Glück. Du musst nur glauben. Nicht an Gott, an das Herz der Karten. Lähmung. Jetzt gibt es Zustandsveränderung. Lähmung, Verwirrung, Gift, Schlaf. Später auch noch Verbrennung. Aber Verbrennung gibt es nicht. Das kam erst mit späteren Pokémon-Karten hinzu. Ich glaube erst mit der Saphir-Edition. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Verbrennung gibt es auch noch. Nur halt bei den Early-Karten noch nicht. Ja. Hier gab es noch keine Verbrennung. Ja, was das alles ist, zeige ich, wenn es soweit ist. Lähmung bedeutet, man kann das Pokémon nicht zurückziehen und man kann nicht angreifen. Mit Tausch, einem Trainerkart, könnte man allerdings tatsächlich das Pokémon wieder auf die Bank setzen oder Hyperheiler benutzen. Zum Beispiel die Statusveränderungen kurieren. Das geht natürlich aber sonst halt nicht. James hat alle Preise gewonnen. Du hast das Duell gegen Jan gewonnen. Die Grundstruktur des Spiels ist ganz einfach. Du musst versuchen, so viele gegnerische Pokémon kampffähig zu machen, wie Preise vorhanden sind. Das ist wesentlich im Spiel. Wenn du etwas nicht verstehst, frage einfach Jan. Es ist vielleicht auch hilfreich, nur einmal mit ihm zu üben. Diesmal war es nur eine Übung. Du musst es meinen Anweisungen folgen, aber es gibt auch andere Spielwege. Probier diese aus, wenn du ein normales Duell anwählst. Okay. Nun dann, lass mal dein Deck bauen. Hast du deine Karten dabei? James, gibt die Karten Dr. Mason. Ich werde einige meiner Karten zu deinen legen. Nun, James, welches Deck möchtest du haben? Bitte suche dir ein Deck aus. Ach, guck. Das ist wie bei rote, grüne und blaue Edition. Ja, was? Es gibt eine grüne Edition. Ja, in Japan. Glumanda Shivisasam. Also er ist wirklich der Professor Eich der Trading Card Games. Glumanda hat zu viele Energieressourcen, die man ausgeben muss. Wir sagen, es ist nicht schlecht. Aber ich probiere Shi, weil Turtok echt krass ist. Sagt, ich will das Shi-Deck, du Doofkopf. Okay, ein Shiki und Freudeck. Hier sind die restlichen Karten. James, 30 Karten. Ja, Pokémon Train Card Game, wir haben mit 60 gespielt, aber 30 hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Du sollst mit vielen verschiedenen Leuten spielen. Dann besuchst du nicht einmal meine Kartenclubs. Dort spielen immer viele Leute. Sammle neue Karten und versuche ein neues Deck zu bauen. Wichtig ist, dass du viele Hinweise sammelst. Wenn du die legendäre Pokémon-Karte haben möchtest, sprich mit allen Leuten. Lies die Bücher in den Regalen. Schicke eine E-Mail, yo, überprüfe ständig die Mails. Oh Gott, so richtig basic Info, oder was? Oh Gott. Wie gesagt, ich erkläre euch das alles. Also, wenn man gar keine Ahnung vom Spiel hat, kann man sich das natürlich alles durchlesen. Texttempo manchmal schnell, das triggert mich. Mehr kann man ja noch nicht einstellen. Status, Meistermedaille 0, ja, läuft bei uns. Was, wie viele Karten gibt das? 226. Ich meine 448 im Nachfolger. Jünger der 8 Clubmeister, wir sitzen im Meistermedaille, das Geheimnis. Was? Was für ein Geheimnis willst du? Das Geheimnis des Clubdecks liegt in der Meistermedaille verborgen. Hast du eine Meistermedaille gewonnen, geh in den hinteren Computerraum. Du kannst die Medaille in die Maschinen einsetzen und so verschiedene Decks bauen. Boah, ist mir dann doch zu schnell. Upsi. Konnte ich ja nicht wissen. Ja, hier gehen wir später nochmal hin. Hier kann man übrigens sich selber ein Deck bauen, die Decks sind alle nicht gut, kann ich euch sagen.
Die Musik ist so geil. Also hier kann man auch die anderen Decks bauen. Glumanda, Bisasamen, Freude, Psycho, Machomai und Wasserkäfer. What the actual fuck is going on? Da unten kann man die Decks safen, wenn man ein anderes Deck hat. Hast du auch darauf, den legendären Pokémon-Karte zu ehren? Wenn du den legendären Karte nähern möchtest, dann musst du die Großmeister besiegen, um gegen die antreten zu können. Musst du die 8 Meistermedaillen bekommen. Jeder der 8 Kartenclub-Meister besitzt eine Meistermedaille in Pokémon Dome. Kannst du mehr über die legendären Karten lernen? Hast du ein Clubmitglied besiegst, erhältst du eine Boosterpackung. Jede Boosterpackung erhält 10 Karten. Die Inhalte der Boosterpackungen sind verschieden. Die Kategorie einer Boosterpackung ist von deinen Gegner abhängig. Such die Gegner sorgfältig aus. Im neuen Spiel zu sich ein Rückgestartet in dein Menü-Tagebuch mit dem PC dort drüben. Kannst du alles Mögliche machen. Auch die E-Mails von Dr. Mason lesen. Hast du schon E-Mail? Kann einfach E-Mail-Glossar drucken. Ja, man konnte sich gerade ausdrucken. Das ist ganz witzig. James, ich bin es, Dr. Mason. Tatsächlich schon E-Mail. Lass mir den Dreh des amerikanischen Spiels rausbekommen. Ich habe einige Informationen zu den Boosterpackungen. Wenn du die gleichen Karten sammeln möchtest, dann spiel mehrmals mit derselben Person, um eine bestimmte Boosterpackung zu bekommen. Wenn du das tust, kannst du die gleichen Karten sammeln. Das vereinfacht die Zusammenstellung eines Decks. Eine andere Möglichkeit ist der Card Pop. Was? Ich will nicht mit den Karten poppen. Sehe ich irgendwie aus, als wäre ich Objekte viel oder was? Mit einem Freund! Das macht's nicht besser, ich bin lesbisch. Ich will auch nicht mit Freunden poppen. Wenn ihr den Card Pop spielt, erhaltet ihr beide eine neue Karte. Aber du kannst mit jedem Freund den Card Pop oder auch den normalen Pop nur einmal spielen. Naja, gut, den normalen Pop kannst du auch mehrmals spielen. Ey! Hör auf, pervers zu werden, Doktor. Also such dir mehrere Freunde, die das Summercard-Spiel für Gameboy besitzen und spiele mit ihnen Card Pop, um neue Karten zu halten. Oh, ich habe noch etwas für dich. Erstens. Niemand hatte sich für Pokémon Summercard interessiert, alle haben Yu-Gi-Oh! Magic gespielt bei uns. Zweitens, erst recht hat keiner dieses Gameboy-Spiel. Ich war halt viermal die Einzige. Oh! Das kommt sowas von ins Deck. Apportieren, ziehe eine Karte. Card Draw in jedem Kartenspiel, das Wichtigste. Ja, das ist natürlich auch krass, aber vier farblose, also vier Energiekarten, ist schon krass. Magma ist ganz gut, das Pikachu ist ganz gut, noch ein Trank ist gut. Bill! Wuhu! Ich werde in jeder E-Mail eine Boosterpackung hinzufügen, also überprüfe regelmäßig deine E-Mails. Dr. Mason. Mit Smiley. Leute, wir können das Deck richtig geil machen jetzt schon. Also Nebulak, Apollo von damals, die waren wirklich katastrophal. Einfach bloß nicht benutzen. Brauchen wir ja nur einmal Hollow nur. Ich sag's euch, es ist katastrophal. Komm, für die Abwechslung. Es ist katastrophal! Was ist das für ein Deck? Wieso haben wir zweimal Goldking und nur einmal Goldini? Es ist katastrophal! Es ist katastrophal! Das Deck ist echt unplayable eigentlich. Und vor allen Dingen nur 8 Energiekarten. Ich spiele normalerweise mit mindestens 20. Trainerkarten meine ich. Toll. Nur 2 Builds. Nur ein Professor Eich. 3 Professor Eich, 4 Builds ist bei mir Standard. Toll. Toll. Ah, wir haben ja noch das Kangama. I remember. Geil. Das ist auf jeden Fall jetzt schon besser. Besser ist es ja jetzt. Hat er das jetzt genommen? Ja. Ist auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, ein bisschen besser geworden, das Deck, aber ist immer noch zum Kotzen. Viel zu wenig Card Draw. Hi James, wie kann ich dir behilflich sein? Normales Duell. Zeit für ein Duell. Okay, 2 Preise Duell mit dem Übungsdeck. Wir machen erstmal die Ehrenrunde, okay? Da dies nur eine Übung ist, brauchst du das Deck nicht zu mischen. Hä? Ich will nicht nochmal den Übungskampf machen, du Blödkopf.
Also wenn es jetzt nochmal der gleiche Kampf ist, dann schneide ich euch das. Aber scheint nicht der normale Kampf zu sein, weil jetzt habe ich ja nicht Dr. Mason, der mir dazwischen labert. Nö, nee, okay. Dann ist okay. Ja, das Blöde ist, es ist Macholo, ne? Das overpowerte Macholo. Sonst komplett zerbersten hier. Ich kann nichts machen. Tja. Dumm gelaufen, I would say. Dumm gelaufen. Tja, ihr Lieben, was soll ich machen? Kaskade gleich, ne? Was Gold King haben wir spielt, das ist halt genau das gleiche Match. Nur, dass ich jetzt so spiele, wie ich es gespielt hätte. Ohne Dr. Mason, der mir immer sagt, ja, mach das, mach das, mach das, mach das. So hätte ich das gespielt. Cascade! Hollow wird weggespielt und tschüss, Mann. Auf Nimmerwiedersehen. Water Energy. Das hat er wahrscheinlich ja auch das Radikal. So klar, das ist einfach genau der gleiche Kampf. Ist das dumm? Das ist ja voll die Verarsche. Nur was cool ist, jetzt kann er uns nicht besiegen, ne? Oh, das Traumat, was ich diesmal endlich mit Psychoenergie ausstatten kann, mache ich aber nicht. Weil wir gleich einen Stami bekommen, das ist natürlich besser. Guck, jetzt reicht's nicht. 20 Damage reichen nicht. Lieber Jan, du bist gleich Geschichte. Deswegen, meine Plays sind besser als Dr. Mace. Ich bin besser als der Doktor. The man himself. Ich bin einfach besser. Da habt ihr schwarz auf weiß. Ich bin einfach krasser als der Doc. So, jetzt noch ein bisschen BM. Bad Manner. Bad Manner heißt Plays, die man gar nicht mehr machen muss, um zu gewinnen. Einfach nur als Disrespect. Ja, ich bin einfach sehr fies. Aber so schaut's aus. Das war's mit Jan. Goodbye. Gib mir jetzt ein Booster Pack. Gib mir ein Booster Pack, sonst ich weiß, wo der Haus wohnt. Nun kriegst du den Dreh raus. Ja! Ui, aber nur Energiekarten. Das ist wohl in Ordnung. Weil da war Wasserenergie dabei. Mach weiter so und du wirst bald Duelle gewinnen können. Was ist das denn für ein Diss? Als ob ich das so noch nicht könnte. Was ein Arsch, ey. Ja, mach weiter so, weil wir Duelle gewinnen können. Ja, ja. Warum sind hier 8 Psychoenergien drin? Ja, meinetwegen. Aber wir haben halt Tour Talk. Da braucht so viel Wasserenergie. Speichern. Ich will ja speichern. Sehr schön. So, was auch der Typ hier noch? Ich bin mir sicher, dass du bereits weißt, dass es 8 Clubs gibt. Den Kampf, Wasser, Elektropflanze, Psycho, Feuerstein und Wissenschaftsclub. Jeder spielt mit seinen speziellen Karten. Ja, und den Feuerclub werden wir im nächsten Part zerstören. Absolut zerstören wir über den. Weil wir haben natürlich Wasser-Pokémon und da haben wir natürlich die besten Chancen auf den Sieg. Gut, ihr Lieben, das war's fürs Erste. Ich hoffe, wir kriegen noch ganz viele Bill und Professor Eichkarten. Das ist echt wichtig. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich würde sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen hat, falls nicht. Kann deswegen im Pause und sonst bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissia. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!